Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier jetzt nochmal aufs Boot zurückgedüst, aufs Schiff, weil wir Hunger, Durst haben und hier noch ein bisschen was machen müssen. Also bevor wir da wieder reiten gehen, ich würde sagen, wir nehmen mal die Steaks. So, Holz haben wir jetzt nichts. Plastik und Palmblätter haben wir. Warte, wie? Ne. Hier brauchen wir auch nichts reinpacken, aber wir haben Elektrogrill als Bauplan. Den können wir auch oben einmal kurz erlernen. So. Hier Elektrogrill. Können wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt eine neue Kiste eigentlich für Baupläne. Weil wir die alle hier jetzt voll haben. Würde ich sagen, wir packen das hier erstmal mit rein. Den ganzen Stuff brauchen wir ja noch für was anderes. Für später noch. Hier einfaches Smoothie und Erdbeer-Koloda. Muss ich auch mal schauen. So, ob wir das haben. Smoothie haben wir hier. Und, einfaches Smoothie haben wir noch gar nicht hier mit bei. Packen wir mal dahin. Ja. Also, und wir... Ah, wir haben das Fleisch schon fertig. Ja. Nein, nicht das rohe Fleisch. Oh nein. Ich bin so ein Genie. Habe jetzt das rohe Fleisch gegessen. Und wir haben hier kein Wasser. Das heißt, das müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ach nee, war das jetzt echt doof von mir. Was ist denn das da? Okay. Egal. Also hier. Einmal auffüllen. Dann machen wir mal das rohe Fleisch da gleich fertig. Oh, wie doof war das jetzt aber gerade, dass ich das Rohfleisch hier schnabuliert habe. So, was haben wir noch? Wir können eigentlich die Dinger hier alle wegschmeißen gleich. Oder am besten jetzt. So, so. Braucht man nicht. Aktuell. So, wie weit ist denn jetzt das Fleisch hier? Wir brauchen da noch ein bisschen Holz. So, Holz hatten wir ja hier. Komm, das wird wohl reichen. Um das aufzufüllen. So, Planke rein. Dann müssten wir eigentlich auch mal schauen, dass wir hier vernünftig auch kochen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, gibt es davon und davon auch noch bessere Varianten? Elektrodinger. Den hier werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wenn wir einen Elektroglück kriegen. So, das Wasser müsste auch da vorne schon fertig sein. Ja, ist fertig, nice. So, Planke brauchen die jetzt nicht. Das passt hier nicht hin. Großes Fleisch bleibt. Können mit rohes Fleisch auch eine Suppe kochen. Nice. Okay, das ist gut, dass wir auch hier mit Fleisch Suppe kochen können. Das passt hier nicht hin. Okay. Boah, probiere ich mal aus, was passiert. Das interessiert mich jetzt, was hier passieren kann. Benötigt Tonschale, dann holen wir uns das mal. So, Tonschale hatten wir nicht hier, sondern hier. So. Überreste. Ja, okay. Das haben wir verkackt. Das haben wir schon mal echt gut verkackt.
Wofür ist das hier eigentlich? Da kann ich nichts draufpacken. Gut, dann das Fleisch nehmen wir erstmal mit. Die Dings hier, das Holz packen wir wieder hier rein. Und dann würde ich sagen, wir gehen da wieder hoch. So, nein, Boris, nein. Ne, nicht Boris, Bruce. Das war Bruce. Bruce war sein Name. Aua. Ja, den Namen muss ich mir auf jeden Fall noch merken. So, und so, und so. Dann wären wir wieder oben. Dann bin ich jetzt gespannt. Sind die ganzen Viecher hier wieder gespawnt oder noch? Nee, hoppla. So. Die Viecher sind nicht wieder gespawnt. Ui, da war ein ordentlicher Ruckler. So, und ja, und okay, das hat gereicht. Und jetzt hier wieder. Und so. Das heißt dann, wir müssen gleich Kran aus. Boah, hat jetzt gedacht, ich falle gleich runter. Von dem Kran aus da einfach mal rüber schwingen. So, dann sind wir jetzt oben angekommen. Ah ja, da konnten wir ja noch nichts machen, weil wir einen Schlüssel brauchen. Kranschlüssel. Und dann hier nochmal hoch. Ne? Achso, ich muss schon nach oben gucken. Jetzt hänge ich hier fest. Nee, wo war denn das jetzt? Das hier war es jetzt nicht. Nee, ich will hier runter. Wo war jetzt die Dings zum Gleiten, runterrutschen? Hier war es jetzt nicht, aber hier hatten wir ja den Bauplan. War da unten? Muss ich jetzt nochmal runter? Ja, okay, dann gehen wir hier noch einmal runter. Ach, hier. Da war es ja. Gut. Dann. So. Errungenschaft freigeschaltet. Zip, zap. Oder zip, zap. Oder wie auch immer. Ultra LLC. Aber hier ist jetzt keine andere Kreatur. Hier geht's hoch, aber bringt mir das was, hier hoch zu gehen? Irgendwie nicht, nee. Die Vermutung, die ich habe, ist, dass wir vielleicht nicht hoch müssen, sondern runter unter Wasser. Weil unter Wasser auch schon viel zu sehen ist, wie das da zum Beispiel. Ah. Autsch. Danke, Bruce.
Okay, einmal kurz Luft holen. Die gehen hier schon auseinander. Danke, Bruce. Was haben wir hier? A runa point has all too many holes in it. It makes it easy to move unnoticed. Today I nicked a hammer. Yesterday I took some dried meat. Was ist denn das? Stash. It's less fun taking food, since it spoils eventually. The watch I got from the loudmouth driller was way more exciting. Aua. I want to grab something even better tonight. Alter! Ist er tot? Jo, jetzt ist er tot. Anglerfisch war das. Okay, ich habe hier jetzt aber auch ein paar meiner Dinger hier verschossen. Oh! G. Okay, wofür steht G? Für Grabber wahrscheinlich, ja? Gegenstand aufnehmen. Was haben wir da? Gegenstand aufnehmen. Noch ein Steinfall. Immerhin. Nice. Okay, aber das finde ich gut, dass hier ein paar solcher Dinger sind, wo man... Was ist denn das? Was höre ich denn da die ganze Zeit? Teil eines Scheinwerfers, okay. So, jetzt brauche ich wieder Luft. Aber ich bin hier noch nicht ganz fertig. Das hier zum Beispiel muss ich auch noch mitnehmen. Okay, dann nochmal hier hoch. Ah, nice. Hier gibt es wieder ein bisschen was zu looten. Was haben wir denn da? Ah, ein paar Kartoffeln, immerhin. Und was haben wir sonst noch alles? Steine. Ja, dann können wir hier ein paar Steinpfeile machen. Ah, dafür fehlt uns jetzt Kunststoff und... Ist hier ein Erdbeben? Ich hatte nämlich vorhin erstmal gedacht, wir wurden attackiert, aber kann jetzt auch nichts sein, ne? Hier ist ansonsten nichts, man kommt hier auch nicht weiter. Doch, hier, das da, kann ich noch mitnehmen. Rot, Scharnier, Seil. Okay. Ansonsten, meine Pfeile kriege ich jetzt aber auch erstmal nicht mehr wieder, die ich hier verballert habe. Hier geht es aber auch noch weiter. Achso, hier noch eine Tür. Ah, hier kann ich auch noch Luft schnappen. Was gibt es denn hier? Okay, hier ist ganz klar ein Erdbeben. So, dann gehen wir erstmal durch die Tür. Nehmen wir das mit. Nice, Schrottplanken. Ne, hier geht's nicht hoch. Oh, wieder ein Anglerfisch. Aua. Jo, ich sehe den nicht da. So, okay, den haben wir erledigt. So, was haben wir eigentlich von dem Anglerfisch hier bekommen? Da. Ah, geil. Und eine dafür die Kapitänsmütze aus, aber... Dann haben wir jetzt... etwas mehr Licht. Wir brauchen aber nur einen. So, dann können wir... Wir haben keinen Kunststoff. Toll, jetzt hätte ich den Kunststoff behalten sollen. Wo war der drinne? Da war aber noch ein Paket irgendwo, oder? Oder habe ich den schon mitgenommen? Hier geht's auch nochmal hoch. Okay, dann gehen wir hier hoch.
Okay, hier bringt es mir nichts zu sein. Okay, dann wieder zurück. Dann können wir hier noch einmal hoch. In der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwie was ist. Da waren wir, glaube ich, schon. An den Dingern kommen wir halt nicht vorbei. Da geht's auch noch weiter. Ich hoffe, Bruce lässt uns jetzt erstmal in Ruhe. Geht's auch noch runter. Wir brauchen Luft. Ganz dringend. Okay, dann gehen wir noch mal kurz hier rein. Aufs Schiff. Und trinken noch mal ein bisschen was. Obwohl, wir können das hier mal trinken. Und noch mal ein bisschen was essen. Was haben wir noch so an Essen und Trinken? Erdbeer-Colora können wir ja wegschmeißen. Dann mache ich mir auch eben ganz schnell hier... Wo waren da... Hier war das Rohmaterial. Noch ein paar Pfeile. So, von hier auch nochmal ein bisschen was drüber nehmen. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Das kann hier hin. Steine haben wir jetzt nicht mehr so viel. So, was können wir hier noch erstmal zwischenlagern? Hier, das können wir hier zwischenlagern. Und da unten können wir die mit reinpacken. Die Scharniere, das wird noch absoluter Wahnsinn sein. Komm, so. Was hier rein kann. So. Warte, Seile. Können ja auch noch hier hin. Hier ist ja voll. Packe die erstmal hier mit rein. Hier kann nichts hin. Hier muss nichts hin. Kartoffeln lassen wir aber auf Tasche. So, die Smoothies lassen wir hier auf Tasche. So, die Pfeile. Da haben wir ein bisschen mehr zumindest. Und den Fleisch packen wir mal hier zum Grillen drauf. So, Plastikflasche brauchen wir, glaube ich, nochmal. So, für das Tauchgerät. Hier. Sauerstoffflasche. Kunststoff. Seil, eine Plastikflasche und Dings hier. Und dafür brauchen wir die Plastikflasche. Da brauchen wir Kunststoff und Kletterpflanzenglibber. Haben wir denn so viel Kletterpflanzenglibber? Oder zumindest Seetang. Einen Seetang haben wir. Hier auch noch einen. So, das heißt, hier raus müssen wir jetzt eben ganz schnell zwei von den Dingern da machen. Zweimal Kletterpflanzenglibber. Weil wir nochmal eine Kunststoffflasche haben. Eine Plastikflasche. Und dann brauchen wir... Wir haben kein Plastik mehr. Wo haben wir die weggeschmissen gehabt? Der Seite. Nee, das Rezept wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Wir sind auf der anderen Seite. Oder ist es schon gedespawnt? Autsch, danke Bruce. Jo, jetzt haben wir kein Plastik mehr. Nein. So. Haben wir hier noch Plastik, bitte. Ja, Plastik haben wir. Und hier ist fertig. So,
Ah, wir können jetzt eben einen machen. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Tauchgerät. Hier. Da brauchen wir jetzt Seil. So, dann hatten wir ja... Toll. Dann hatten wir hier einen hingetan. Haben aber... Ah, nein. Uns fehlt ein Kletterpflanzenglibber dann gleich. Oh, toll. Das heißt, wir müssen einmal ganz runter. So, das kann weg. Können wir überhaupt so weit runter? Da sind überall auf jeden Fall Blubberbläschen. Da können wir vielleicht noch Luft holen. Ja, können wir hier Luft holen. Okay, immerhin. Immer, Alter. Okay, was geht hier ab? Vor allem auch... Oh, scheiße. Braucht Luft. Nein, wir gehen gleich drauf. Schnell. Nein. Haben wir hier irgendwie Seetank die Möglichkeit... Okay, jetzt heißt es erst einmal wieder komplett nach oben. Hier haben wir Seetank, ja. Also Seetank heißt dann, wir können hier noch ordentlich was, also, ja, wir können ein bisschen ordentlich was noch sammeln an Seetank, um Kletterpflanzenglibber zu kriegen. Dann könnten wir zur Not vielleicht noch einen zweiten machen, wenn wir genug kriegen, finden. Da müsste auch noch Seetang sein. Ich hoffe es. Danke, Bruce. Wo ist Bruce? Ich finde es schade, dass ich nicht schneller schwimmen kann. Autsch. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, hier ist also noch Questgebiet. Nein, Bruce. Wir gehen gleich drauf. Oh, das finde ich jetzt aber kacke, dass wir hier so aufgeschmissen sind, ein bisschen. Aber wir haben ein bisschen Seetang jetzt eingesammelt. Aber wir haben kein Plastik. Gibt es hier irgendwo in der Nähe Plastik noch im Wasser? Ich sehe nichts. Nein, nicht so. Danke, Bruce. Ich habe aber ja ein paar Klamotten jetzt noch offen, hier übrig. Kann ich eigentlich auch hier mal zwischenlagern. Hier. Hier haben wir einen Hut. Den Hut können wir da rein. Die lasse ich mal genau da, wo die sind. Beziehungsweise das packe ich mal hier hin. Das hier hin. Achso. Ah, dann... Machen wir das mal so, dass das hier hinkommt. Tage haben wir schon überlebt hier.
dann... Komm, wir gönnen uns den hier nochmal. Dann schwimmen wir mal ein kleines bisschen raus, weil wir Plastik brauchen. Und ich hoffe, Bruce lässt uns in Ruhe. Wo ist denn Bruce? Der ist nicht in der Nähe, okay. Ich hoffe, das ist genug Plastik. So, da. Hoppala. Ja, okay. Haben wir genug? Da ist die Flasche. Alles klar, dann würde ich sagen, dass wir uns erstmal eigentlich hier rum kümmern. So, das kann weg, Palmblätter. Haben wir noch irgendwas hier? Den Rest lassen wir erstmal. Danke, Bruce. So, den Seetang noch schnell hier rein. Kletterpflanzenglibber. Muss. Müssen wir herstellen. So. Alles, was hier rein kann, kommt hier rein. Wir haben nur noch 13 Federn. Wir haben so viele Federn jetzt verbraucht. Riesenmuschel. Wofür brauchen wir die Riesenmuschel nochmal? Einmal sortieren. Ja, dann. Was können wir hier reinpacken? Auch einmal sortieren. Ach komm, die packen wir auch erstmal hier rein. Für hier haben wir nichts. Warte mal, wir haben hier ja gar kein Plastik mehr. Plastik kann hier rein. So. Die packen wir auch erstmal wieder komplett zurück hier hin. Und sortieren. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter mit unserem Tauchgang. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!